So, jetzt haben wir unsere Sperrribs. Fast undenkbar, ein Grillen ohne Sperrribs. Man kann hier die Beinhaut entfernen und das macht man ganz einfach so, dass man oben im ersten Rippenbogen mit der Messerspitze einschneidet. Und dann kann man, wenn man runterfährt, da den Finger drunter, dann kann man die Beinhaut abziehen. Ihr seht, das ist wie eine Sperrschicht, die euch jetzt das Gewürz nicht durchlässt. Die Sperrribs sind insofern dann klassisch, wenn sie gebogen sind. Das sind die klassischen Karrierripperl und die geraden Ripperl, die Bauchripperl, die hätten dann hinten mehr Fleisch. Da habe ich eher weniger Fleisch drauf, aber das sind die herzhaften, die einfach richtig gut schmecken. Als Würzmarinade für die Sperrribs können Sie einfach handelsübliche Barbecue-Sauce und Ketchup mit etwas Öl und Salz mischen. Spezialisten bereiten sich ihre Gewürzmischung natürlich selbst zu. Beispielsweise mit etwas braunem Zucker oder Honig, Paprika oder Ingwer. Angebraten werden die Rippchen direkt über der Glut, aber bei geschlossenem Deckel. Dann wird einmal gewendet und wenn die Spare Ribs rundherum Farbe genommen haben, geht es ans Einpacken. Da haben wir jetzt unsere Alufolie und da machen wir unsere Backerl. Das erste und unser zweites. Ihr könnt auch drei drauflegen, das ist auch kein Problem. Wichtig ist, wenn man das einschlägt, dass man es nicht zu fest anpresst, die Alufolie. Ein bisschen üppiger nehmen. Platziert werden die Päckchen in der Mitte des Grills, also nicht direkt über der Glut. Gegrillt wird dann unter dem Deckel bei mäßiger Temperatur. Hier ist die Kohle links und rechts, die Ripperl in der Mitte, den Deckel zu. Und in 1,5 Stunden haben wir die herrlichsten, wachsten Ripperl, die man sich vorstellen kann. Richtig zubereitete Sperrribs brauchen ihre Zeit. Rechnen Sie wirklich mit mindestens 1,5 Stunden, um perfekte Grillrippel zu erhalten. Es können auch 2 werden, dann aber. Da schaut's, von allein fallen die voneinand. Und heiß. Heiß sind's. Aber da sieht man, wie die ganz allein außer dran gehen. Wenn sich die Rippen ganz leicht vom Fleisch lösen lassen, sind die Sperrribs perfekt. Guten Appetit!